So, da bin ich wieder. Wo waren wir noch gleich? Das Interessante finde ich, bereits vor 2000 Jahren wurde ein Brief geschrieben im zweiten Teil der Bibel. Ach ja, das ganze Bibelzeug. Womit genau befasst du dich hier? Beschäftigen wir uns seit 5 Wochen mit dem Korintherbrief. Worum ging es da noch gleich? Der Theologe Paulus schreibt an eine Kirche und er kämpft mit den gleichen Problemen wie heute. Ach, du meinst Kindesmissbrauch in der Kirche und zweifelhafte religiöse Oberhäupter? Die Korinther hatten einen gewissen Lifestyle kennengelernt, der im Bereich egozentrierter Sexualität extrem verhaftet war. Und sie wurden Christ, das heißt, sie haben diesen Jesus kennengelernt, eine Liebesbeziehung mit Gott gestartet. Da du nicht dazu in der Lage bist, Liebe und Sex zu trennen, mache ich mir gerade Sorgen. Aber ihr Lifestyle blieb 100% der gleiche. Ja, zum Glück war es bei anderen Christen nie so, die sich nicht dran gehalten haben, dass man kein Schweinefleisch essen oder Shrimps essen oder gemischte Fasern oder. Hält sich eigentlich irgendjemand an die Bibel? Damals war es so, es gab die Aphrodite, hast du schon mal Aphrodite gehört? Ja. Liebesgöttin. Und als Mann, vielleicht hast du es auch in den letzten Wochen schon mitgekriegt, als Mann hast du folgendes Leben geführt. Du hattest die Frau zu Hause, die musste zu Hause bleiben für Kinder kriegen. Dann hattest du eine Geliebte für den Spaß. Und dann hattest du ja noch die Tempelprostitution. Einfach mal schön zu Aphrodite hoch auf den Berg, da waren die Prostituierten und da konntest du einfach mal, wie es so schön umgangssprachlich heißt, den Druck ablassen. Wenn ich mich richtig entsinne, hatten mehrere biblische Patriarchen, unter anderem Abraham und David, mehrere Frauen. Es gab Hauptfrauen, Nebenfrauen und Prostitution wurde von der Kirche bis ins Mittelalter geduldet. Hör auf, so zu tun, als ob andere Religionen böse und lustvoll und wären, wenn deine eigene ach so tolle Religion denselben Scheiß macht. Und es war gesellschaftlich vollkommen normal, bagatellisiert. Jedermann macht sowas. Oh nein, du sagst, dass früher Sachen anders waren als heute. Ja, was fällt diesen verdammten Griechen und Römern ein, eine andere Sexualvorstellung zu haben als du? Wo kommen wir denn dahin, wenn Leute sich frei entscheiden dürfen und Kulturen Sachen anders sehen als du? Gott, du bist so dämlich. Heute ist Prostitution, zumindest in München, in Hamburg ist es ein bisschen anders, aber zumindest in München noch nicht ganz so wieder wie in Korinth, aber Pornografie ist ja ungefähr das Gleiche, nur dass es nicht eine echte Person ist, sondern eine virtuelle Person, wird genauso bagatellisiert. Du sagst also, sich einen blasen zu lassen und dafür 20 Tacken zu bezahlen, ist exakt dasselbe, wie sich vorzustellen, sich einen blasen zu lassen. Ich glaube, du hast ein sehr beschissenes Sexleben. Hast du schon mal folgende Sprüche gehört? Jedermann hat damit ein Problem. Alle Männer kämpfen damit. Hast du schon mal gehört den Satz? Nein, das habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich, weil mein Freundeskreis nicht aus moralischen Absolutisten besteht, die Angst vor dem Schatten ihres Penis haben. Also, liebe Christen, wenn du diesen Satz schon mal gesagt, gedacht oder ansatzweise geglaubt hast, weißt du, was du damit sagst? Dieser Jesus, an den du ja glaubst, von dem du behauptest, dass er Tote auferwecken kann, dass er Tote lebensbereich lebendig machen kann, alles nur mit deinem pornografischen Problem, da kann er nichts tun. Das ist jetzt zu groß. Weil jedermann hat damit ein Problem. Das heißt, ich mache einfach so weiter wie bis jetzt, gell? Also ein Gott, der Wunder wirken könnte, es aber nicht macht, weil Pustekuchen, hilft Leuten nicht, mit einer vollkommen harmlosen Tätigkeit aufzuhören, und darum machen diese Leute einfach damit weiter. Wo ist jetzt das Problem? Warum wirst du so sauer deswegen? Ich lese dir vor den ersten Vorschlag aus dem Korintherbrief 7, 3 bis 4. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll ihren Mann nicht entziehen. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen, sie gehören einander. Und wieder geht es hier um Beziehung. Diese Beziehungstipps von vor 1800 Jahren sind zwar sehr interessant, aber mich persönlich würde viel eher interessieren, was du zu einer anderen Aussage aus der Bibel meinst. Muss ich die Frau meines toten Bruders ficken? Hier ist offensichtlich nicht diese Seite gemeint. Wir müssen uns genau überlegen, was hat das jetzt mit dieser Seite zu tun? Wie kann das funktionieren? Und welche Mechanismen gibt es bei dir und bei mir, die wir uns stellen müssen? Das wird genauso wie Teil 1, oder? Ich erkläre tausendmal, dass der Typ von Beziehungen und nicht von Sex redet, aber niemand hört mir zu. Und ich erkläre und ich erkläre und niemand hört mir zu und die Stimmen fangen an und werden lauter. Ich muss dich enttäuschen, Moralpredigten kann ich nicht halten. Sag das nochmal. Moralpredigten kann ich nicht halten. Moralpredigten kann ich nicht halten. Moralpredigten kann ich nicht halten. Du verarschst mich hier, oder?
Ernsthaft. Dieser komplette Beitrag basiert auf einem moralischen Strohmann. Und zwar dem Strohmann, dass du eine Beziehung und Sex untrennbar miteinander verbindest. Du redest hier nur über Beziehungen, aber tust so, als ginge es um Sex. Du erzählst Leuten, dass Pornografie schädlich ist oder böse und unmoralisch ist, aber sagst, du hast keine Ahnung von Moralpredigten. Das wäre so, als würden die Bullen Bill Gates anhalten und er würde sagen, ihr haltet mich doch nur an, weil ich ein armer Schwarzer bin. Ich muss dich enttäuschen, Moralpredigten kann ich nicht halten. Ich habe dann DNA-Defekt in meinem Hirn, ich kann nicht moralisieren. Tut mir leid, habe ich nie gelernt, muss ich nur beigebracht kriegen. Ich möchte dich aber hinterfragen. Also du bist nicht dazu in der Lage, den durch dein eigenes religiöses Dogma aufgebauten Strohmann zu erkennen, willst aber mich hinterfragen. Super. Und wenn du möchtest, wirst du ehrlich mit dir und mit deiner Sexualität. Vielleicht auch zum allerersten Mal vor diesem Gott heute ehrlich und sagst, es gibt Bereiche in meinem Leben, die weiß keiner. Vielleicht noch nicht mal mein Partner im Bereich Sexualität. Ich bin ehrlich zu mir selbst und ich bin ehrlich mit meiner Sexualität. Und das war ein verdammter Kampf. Es hat verdammt lange gedauert, bis ich bereit war, mir einzugestehen, was ich bin und wie ich empfinde. Und den Mut, mir einzugestehen, was ich bin, habe ich nicht dadurch gefunden, weil ich vor irgendeiner Gottheit gekniet habe. Oder weil ich irgendeine höhere Macht und Stärke angefleht habe. Sondern weil ich ehrlich zu mir selber war. Weil ich Freunde habe, die mir beistehen. Und weil ich offen war. Das sind alles Dinge, die du von dir nicht behaupten kannst. Du bist glücklich, dich selber und andere anzulügen. Du bist glücklich, dich an ein staubiges altes Buch zu halten, wenn es um Sexualität geht, weil du Sexualität nicht verstehst, weil du Angst vor deiner eigenen Lust hast, weil du nicht dazu in der Lage bist, einfachste Konzepte zu verstehen. Und du hast die Dreistigkeit, dich auf eine Bühne zu stellen und andere mit deiner Dummheit zu infizieren. Ich glaube, dass wir meistens im Bereich Selbstbefriedigung und Pornografie ein gutes Gefühl suchen. Du hast das Rätsel gelöst, Watson. Ich hole mir einen runter, weil es sich gut anfühlt. Gratulation. Willst du einen Keks? Vielleicht als Frau ist es für dich nicht Pornografie. Vielleicht suchst du an anderen Punkten ein gutes Gefühl. Vielleicht, dass du flirtest. Vielleicht, dass du wirklich wechselnde Partner hast. Seht ihr alle, was ich meine mit Strohmännern und Pseudologik? Dieser Typ sortiert Masturbation und Pornografie auf einer Stufe mit Flirten und wechselnden Partnern. Dieser Typ ist entweder so willentlich ignorant, dass alles passieren könnte, was wolle, und er würde seine Meinung um nichts ändern. Oder dieser Typ ist so blöd, dass er sich morgens nicht alleine anziehen kann. Das Problem ist nicht, dass Gott dir keine guten Gefühle gönnt, sondern dass er genau weiß, was dir gut tut und was nicht. Das ist wieder dieses ganze Schokolade hilft der Seele nicht Gebrabbel, oder? Die wenigsten Menschen, die ich kennengelernt habe, ziehen sich ein Porno rein und danach sagen sie, Mensch! Das war so richtig erfüllend. Dafür bin ich geschaffen. Als Gott sich den Mann ausgedacht hat, hat er sich gedacht, schaffe ich einen Fernseher, eine digitale Welt, ich und 5 gegen Willi, das ist meine Berufung. Endlich habe ich sie gefunden. Habe ich noch nie einen Mann gelegt. Noch nie, wirklich noch nie. Zwei Dinge. Erstens, es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen der Befriedigung eines momentanen Gelüstes und einer göttlichen Berufung. Ich weiß nicht, ob du dazu in der Lage bist, aber ich bin dazu in der Lage, mir zu einem Porno einen runterzuholen und ich kann trotzdem versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich kann mir einen runterholen und habe trotzdem ein Privatleben. Alles, was ich dafür tun muss, ist, mir die Hände zu waschen und die Hose wieder anzuziehen. Wenn es bei dir anders ist, bist du wahrscheinlich sexsüchtig und bräuchtest eventuell eine Therapie, wenn es etwas zu schlimm für dich wird. Und zweitens, deine kleine Comedy-Nummer ist mein neuer Klingelton. Die Reaktion ist immer, oh Mann, so ein Scheiß, das kann es doch irgendwie nicht sein. Frust, schlechtes Gewissen, das sind die Reaktionen. Das sind nur dann die Reaktionen, wenn du davon überzeugt bist, dass Masturbation oder Sexualität im Allgemeinen etwas Negatives ist. Wenn du Masturbation nicht mit etwas Negativem verbindest, hast du keine Schuldgefühle. So einfach ist das. Ich glaube, wenn du dieses Thema nicht ernst nimmst, als Single oder wenn du verheiratet bist, Pornografie fixiert dich immer mehr auf der egozentrierten Seite. Stupid! You're so stupid! Nein, Sexualität ist automatisch auf der, wie du sagst, egozentrierten Seite. Du machst hier keinen Vergleich zwischen egozentrierter Sexualität und richtiger Sexualität, sondern zwischen Sex und Beziehung. Und Beziehung ist für dich das Gute, während Sex für dich das Schlechte ist.
weil du es vollkommen auf die emotionale Schiene beziehst. Warum muss ich dir das immer noch erklären? Es geht darum, dass du maximal einen Kick hast, dass du maximal einen Orgasmus hast, dass du maximal einfach an den Punkt kommst, dass es dir gut tut. Du tust es ja, weil du eigentlich nach Liebe schreist, oder? Nein, Leute haben Sex, weil Leute geil sind. Weil du frustriert bist. Die Gefahr ist nur, und da musst du ehrlich werden mit dir selber, je mehr du das tust, desto mehr schottest du dich ab von einer zwischenmenschlichen Beziehung. Du kannst verheiratet sein und dich flüchten in den Computer, weil es so viel einfacher ist. Der Computer ist immer da, hat immer Lust und ist immer gut drauf. Weißt du, was hier das größte Problem ist? Dass du geistig nicht dazu in der Lage bist, zwischen Sexualität und Beziehung zu trennen. Alles, was hier passiert, läuft auf einer rein sexuellen Ebene ab. Er ist geil, sie nicht. Also richtet er seine Lust gegen etwas anderes, also in diesem Fall seine Vorstellung. Auf emotionaler Ebene passiert überhaupt nichts. Er liebt sie nicht weniger und sie liebt ihn nicht weniger. Alles, was passiert ist, dass er seine sexuelle Energie abbaut, wenn sie nicht will. Fertig. Wo ist hier das Problem? Ich glaube, dass du wie ein Teufelskreis reinkommen kannst, auch als Single. Von mir aus, wie? Du wünschst dir eigentlich einen Partner. Aus Frust, keinen Partner zu haben, flüchtest du dich in die Pornografie. Halt die Fresse! Also bist du immer noch beim selben Strohmann. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe es für heute genug erklärt. Ich gehe mir jetzt in aller Ruhe einen runterholen. Ciao.